ruhig, auch wenn die Tiere so groß sind. Du brauchst keine Angst zu haben. Sie sind ganz friedlich. Morgens und abends gibt es hier immer viel zu tun. Füttern, ausmisten und melken. Aber hier passieren auch allerlei andere Dinge. Trau dich ruhig und sieh dich um. Ja schon. Die drei Kleinen hier wollten unbedingt ein Spiel spielen, aber sie sind wohl doch noch ein bisschen zu klein und können es nicht. Sie wollen, dass du ihnen hilfst. Das Spiel geht so. Die großen Schafe zeigen Karten, auf denen jeweils eine Zahl oder Aufgabe steht. Jetzt sollen die Kleinen sagen, wer von den beiden mehr Punkte hat. Dafür gibt es die Zeichen größer, kleiner oder gleich, die auf den Karten stehen. Klicke das Lämmchen mit dem richtigen Zeichen an, damit es in die Mitte springt. Bist du fertig? Klicke auf OK. Richtig! Damit es nicht zu leicht wird, steht auf den Karten manchmal auch eine Rechnung. Dann musst du erst ausrechnen, wie viele Punkte die Schafe haben, bevor du sagen kannst, wer mehr hat. Dann fang mal an. Die Kleinen werden schon ganz ungeduldig. Diese drei Zeichen sagen, auf welcher Seite die größere Zahl steht. Klicke eines der Zeichen an. Ich erkläre es dir dann genauer. Dieses Zeichen heißt, ist kleiner als. Du setzt es zwischen zwei Zahlen oder zwei Rechnungen, wenn das linke Ergebnis kleiner ist als das rechte. Zum Beispiel 3 plus 2 ist kleiner als 8 plus 1. Denn 5 ist kleiner als 9. Und so merkst du es dir. Stell dir vor, das Zeichen ist das weit geöffnete Maul eines gefräßigen Krokodils, das immer die größere Zahl verschlingen möchte. 9 sind mehr als 5, also will es die 9 verschlingen. Ein Gleichheitszeichen setzt du nur, wenn rechts und links die gleiche Anzahl steht. Rechne für jede Karte das Ergebnis aus. Wenn beide Karten das gleiche Ergebnis haben, setzt du das Gleichheitszeichen. In diesem Beispiel, das Ergebnis ist auf beiden Seiten 8. Wenn du den Trick mit dem Krokodil anwendest, da beide Karten das gleiche Ergebnis haben, kann sich das Krokodil nicht entscheiden. Deshalb bleibt sein Maul geschlossen. Dieses Zeichen heißt, ist größer als. Du setzt es zwischen zwei Zahlen oder zwei Rechnungen, wenn das linke Ergebnis größer ist als das rechte. Zum Beispiel 5 plus 2 ist größer als 2 plus 1. Denn 7 ist größer als 3. Kennst du schon den Trick, wie du dir merken kannst, welches der zwei ähnlich aussehenden Zeichen du schreiben musst? Stell dir vor, das Zeichen ist das weit geöffnete Maul eines gefräßigen Krokodils. Es will immer die größere Zahl verschlingen. 7 sind mehr als 3. Also will es natürlich die 7 verschlingen. Ja, genau. Stimmt, genau.
Da haben sich noch viele eingeschlichen. Probier's doch nochmal. Alles richtig. Ja, genau. Gut gemacht. Alles richtig. Ja, genau. Fein gemacht. Leider kein Treffer. Das war leider noch nicht richtig. Sehr gut. Alles richtig. Ja, genau. Das war leider noch nicht richtig. Ein Fehlerchen passiert mir auch ganz oft. Alles richtig. Das hast du prima gemacht. Du hast ihnen bei allen Aufgaben geholfen.